Hallo Leute, ihr habt jetzt gerade eben das Black-Video auf der DVD angewählt und könnt es wahrscheinlich kaum erwarten, bewegte Bilder zu sehen. Ich habe mir aber mal gedacht, wir fangen mal ein bisschen anders an, um euch besser zu verdeutlichen, worum es bei diesem Spiel eigentlich genau geht. Zuerst will ich euch mal was zeigen. Prägt euch diesen Raum mal ganz genau ein und achtet drauf, in welcher Verfassung der ist. So, und jetzt zeige ich euch nochmal den gleichen Raum, allerdings nachdem ich hier mal ein paar Minuten aufgeräumt habe. Fällt euch was auf? Der gleiche Raum ist gelinde gesagt im Popo. Wollt ihr wissen, was dazwischen passiert ist? Okay, zieht es euch rein. Und somit hätten wir euch eigentlich auch schon gezeigt, was bei Black, dem Shooter der Burnout-Macher Criterion Games, an der Tagesordnung ist. Es geht um gnadenlose Dauer-Action. Hier gibt es keinen groben Schnickschnack, keine Mehrspieler-Modi, keine Mini-Aufgaben und so weiter. Hier gibt es einfach nur fette Wummen, fette Effekte und jede Menge krankenhausreifer Feinde. Ihr schlüpft in die Rolle des Black-Agenten Jack Heller, den ihr auf einem Geheimauftrag begleitet. Er soll nämlich einen weiteren Black-Agenten unschädlich machen, der sich seiner Organisation abgewendet hat und nun sein eigenes terroristisches Süppchen kocht. Einsatzort ist Russland und durch alle Levels müsst ihr nun mit brachialer Feuergewalt und heiler Haut durchkommen. Die einzelnen Areale reichen dabei von Werftanlagen, Industriekomplexen oder auch Kleinstädten. Und eines könnt ihr mir glauben, überall wird scharf geschossen. Bei Black besteht eure maximale Ausrüstung immer aus zwei Feuerwaffen, einem kleinen Vorrat an Medipacks und wenn ihr Glück habt, ein paar Handgranaten. Wie bei Halo dürft ihr jede Waffe austauschen, die ihr auf dem Boden findet. Wenn ihr also der Meinung seid, mit einem Raketenwerfer besser ausgerüstet zu sein, drückt ihr einfach die X-Taste und lasst eine eurer Waffen liegen. Im Grunde genommen kann der Held der Geschichte nicht allzu viel. Neben Ballern und Laufen kann er sich nur noch ducken und das war's. Springen oder Klettern wird nicht benötigt, also haben die Entwickler es einfach weggelassen. Was ebenfalls nicht vorkommt, sind Fahrzeuge, Fluggeräte oder befestigte Geschütze. Eure einzigen Gegner sind Fußsoldaten, die in unterschiedlich starker Form gegen euch antreten. Während die einfacheren Feinde noch relativ locker vom Bildschirm zu fegen sind, schlucken spätere Soldaten schon mal ein ganzes Magazin, bis sie sich verabschieden. Da hätten wir auch schon einen Kritikpunkt. Oftmals ballert ihr euch bei einem Gegner wirklich den Wolf, während andere schon viel früher aufgeben. Ist irgendwie etwas komisch verteilt, wie wir finden. In manchen Levels seid ihr nicht alleine unterwegs, sondern werdet von einigen Mitagenten begleitet. Befehle oder sonstiges könnt ihr nicht ausführen. Leider ist die KI nicht sonderlich gut. Selbst wenn der Feind direkt vor der Nase steht, kann es passieren, dass euer Kollege nur treu doof in die Luft starrt. Bei den Feinden ist die künstliche Intelligenz deutlich besser. Sobald sie euch entdeckt haben, geben sie alles und verschanzen sich hinter jeder Gelegenheit. Allerdings gibt es auch da Ausnahmen. Manche Soldaten wollen euch auch dann nicht wahrhaben, wenn ihr ihnen eine Handgranate an den Kopf gepfeffert habt. Bevor wir zu den positiven Eigenschaften des Spiels kommen, meckern wir ganz kurz noch etwas weiter. Black ist teilweise echt ein bisschen zu eintönig. Wie anfangs erwähnt, gibt es nichts zu tun, außer jeden Level halt zu überstehen. Sicher, hier und da müsst ihr eine bestimmte Anlage zerstören, im Großen und Ganzen war es das aber. Black ist auch linear bis zum Gehtnichtmehr. In jedem Level gibt es nur eine Route, einen Lösungsweg, den ihr einschlagen könnt. Wenn ihr also am liebsten Ego-Shooter zockt, in dem ihr viele Freiheiten habt, ist Black nicht unbedingt euer Ding. So, jetzt haben wir aber genug gelästert und kommen zu den guten Seiten. Liebe GamePro-Leser, dieses Spiel ist eine absolute Präsentationsbombe. Überall, wohin ihr schaut, entdeckt ihr coole Effekte. Nach einer Weile harten Feuergefechts zum Beispiel ist jeder Level nur noch Schutt und Asche. Aus allen Ecken bröckelt irgendwas oder raucht irgendwas. Durch die Linearität des Spiels werdet ihr von einem Hardcore-Shootout zum nächsten befördert und fühlt euch als der Held schlechthin, wenn ihr einen Haufen gemeinen Gangster in die Luft gejagt habt. Und das Beste, das Spiel läuft selbst bei der gröbsten Arbeit immer absolut flüssig. Auch der Sound ist eine echte Granate. Gerade mit einer 5.1-Anlage pfeifen euch die Querschläger nur so um die Ohren, Explosionen erschüttern den Fußboden und so weiter. Auch die Musik ist mehr als gelungen. Diese wird zwar relativ selten und manchmal auch etwas unpassend eingesetzt, der wuchtig orchestrierte Soundtrack vermittelt aber Hollywood-Stimmung pur. Nimmt man die Präsentation mal weg, bleibt zwar nur ein oldschooliger, geradliniger Shooter, der es aber trotzdem oder gerade deswegen schafft, euch für die komplette Spieldauer vor dem Bildschirm zu fesseln. Gerade die Inszenierung hält einen guten Spannungsbogen und schafft auch in ruhigeren Momenten ein intensives Spielgefühl. Nochmal, ihr solltet kein Half-Life 2 oder variantenreiches Actionabenteuer erwarten. Black will genauso wie Burnout bei den Rennspielen einfach nur fetzen und das gelingt ohne Zweifel. Auch wenn ich mir ab und zu wirklich etwas mehr Abwechslung gewünscht hätte, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, den Freizeit-Rambo raushängen zu lassen. Aus produktionstechnischen Gründen seht ihr hier übrigens nur die Xbox-Version. Die PS2-Fassung reichen wir natürlich nächste Ausgabe nach.